Grüß euch, Leute. Heute haben wir ein R1250 GS. Der hätte eigentlich im Februar schon dran kommen sollen zum Messen. Ist aber, ja, haben wir dann ein bisschen ausgezögert, weil wir gesagt haben, es können mal ein paar Kilometer drauf fahren. Mittlerweile sind 2012 Kilometer drauf. Jetzt gehen wir mal in die Erstmessung und schauen wir mal, was das wirklich aus der Kiste mit 2000 Kilometer eingefahren an Leistung hat. Unsere erste Messung war jetzt gemacht. Also wir haben jetzt 7 Messungen habe ich gemacht hintereinander, weil ich schauen habe wollen, fahrt es noch frei, was macht der Klopfsensor, was ich schon mal in einem Video erwähnt habe. Ich weiß, dass da OMV Motion 100 drinnen ist. Hat sich auch die Leistung nicht mehr wirklich geändert. Also die Messungen sind alle auf der Kupplung mit 129,24 und 129,32. Also wirklich so, wie es aus der Kiste eigentlich rauskommt. Was interessant ist, ist einfach, was mir aufgefallen ist, Drehmoment, das ist da die obere Kurve, sieht man da bei 5000 haben wir einen Drehmomentanstieg, fällt aber dann wieder ein und dann kommt das Drehmoment wieder. Ich muss mir das noch genauer anschauen, wo der Schaltpunkt von der Nockenwelle ist. Ich glaube nämlich, dass der irgendwo in dem Bereich da ist. Aber wie gesagt, das muss ich mir anschauen. Man sieht es auch in der Leistung, die kleine Töne. Aber er hat eigentlich von 6500 Umdrehungen bis auf 8000 sind wir immer über 120 PS am Hinterrad mit der Leistung. Was extrem ist, was man merkt auch beim Fahren, dass da so abfällt. Also das würde man jetzt noch genauer anschauen, den Punkt in der Drosselglockenkennlinie, im Pfeil drinnen im Map. Und dann werden wir schauen, was wir da noch machen können in dem Bereich und von unten raus. Das von unten raus spürt man natürlich auch, aber dort fällt halt die Spritmenge ein wenig. Oben raus, in Fulllast in deinem Bereich ist kein Problem. Also da passt das Luftkraftstoffverhältnis eigentlich original. Also da wird auch nicht vielleicht viel Leistung rauskommen mehr. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt dann so stimmen. Dein Fahrzeug haben wir sehr viele Kennfelder, überhaupt von der Drosselklappen, weil wir ja eigentlich links und rechts am Zylinder Drosselklappen haben. Korrekturkennfelder drinnen. Und das wird jetzt ganz sicher ein paar Tage dauern, bis ich da fertig bin damit. So, heute haben wir eigentlich den vierten Tag für die R1250 GS. Da wollen wir jetzt flashen. Ich will euch ein bisschen erzählen, kennfeldermäßig. Ich habe glaube ich, am Anfang vom Video gehört, dass da sehr, sehr viele Kennfelder gibt. Und der Schaltpunkt von der Nockenwelle bei 5000, was ich glaube, was dieser Schaltpunkt ist, ist es nicht, weil sobald ich da 100% Gas gibt, ist bei Fulllast die Nockenwellen sowieso schon umgeschalten. Also die schaltet schon irgendwo dann unten um, ich glaube bei 1000 Umdrehungen, muss ich die nochmal schauen. Also sobald sie es 100% Gas gibt, ist die Nockenwellen schon automatisch umgeschalten. Also so wie ich jetzt im Kennfeld drinnen gesehen habe, ist die Nockenwellen hauptsächlich da eben um die ganzen Abgasvorschriften zu erfüllen. Drehmoment steigernd, ja, vielleicht, aber da reden wir da über 30%, 40% Drosselklappenstellung, also das ist nicht so extrem. Vielleicht blenden wir euch noch ein paar so Kennfelder ein, was ich ein bisschen erkläre. Aber wie gesagt, jetzt flashen wir mal fertig und dann machen wir mal die nächste Messung, dass wir mal sagen können, was hat sich geändert, was hat sich nicht geändert. BMW 1250 GS. Haben wir jetzt ja, RT gemacht, GS gemacht. Wir haben mal jetzt bei alle durchgeschaut einmal und die Kennfelder anpasst. Haben wir gesehen, Spitzenleistung legt eigentlich nichts zu. Zulegen tut es in der Mittennase an Drehmoment und an Leistung natürlich auch.
Wir haben jetzt auf der Straße etliche Fahrer, die was wirklich gefahren sind und wo wir probiert haben, noch Kleinigkeiten zu ändern. Positives Feedback funktioniert. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen die Kennfelder, wie versprochen. Was interessant ist, ist eigentlich hauptsächlich, wann schalte ich die Nockenwellen um. Ja, merkt es nicht wirklich. Keiner merkt, wann die Nockenwellen umschaltet bei einem neuen 1250er Motor. Ganz einfach aus dem Grund. Wir reden da, wenn es einmal über 30% oder 33%, 34% Nockenwellen, Gasgriffstellung seid, hat die Nockenwellen schon umgeschaltet. Alles, was da rot ist, da ist die Nockenwellen schon auf der zweiten Position. Und das seht ihr eigentlich, da ist 34% sowieso schon umgeschaltet. Und drehzahlmäßig, auch wenn ich jetzt kleinere Stellungen habe, seht ihr auch, wie sich das da aufbaut. Also sprich, eigentlich, wenn ich gar kein Gas nicht gebe, hat der ja auch schon umgeschaltet bei 4900, also im Schubbetrieb. Wenn einer ordentlich angast, bewegt er sich meistens höchstwahrscheinlich da aufwärts. Also wird der nie wieder zurückgeschalten während dem Fahren auf der Straße in die niedrige Position. Vielleicht, wenn es aus der Kurve irgendwo rausfährt. Das ist hauptsächlich geändert im Kennfeld. Was geändert ist, sind teilweise Drosselklappenstellungen, Auspuffklappenstellungen und ja, Spritmenge halt anpasst dementsprechend. Wobei wir ja das Ganze über die Originallampersonden fahren und da regelt sich ja dann automatisch nach. Also wir haben die Lambda-Kennfelder einfach geändert, so wie wir es brauchen, damit es funktioniert. Das Ganze bieten wir wieder als Fast Fresh an. Im nächsten Video, was am Freitag kommt, für der S1000 RR, wird es dann auch ein bisschen am Schluss, glaube ich, haben wir da ein bisschen was dran gehängt, was das dann betrifft, das Fast Fresh, was das eigentlich ist. Wie gesagt, das gibt es dann für die GS, für die S1000 RR. Also bis dorthin, viert euch, Leute.